Die lassen eiskalt das Ende von dem Hadith raus, um darüber zu lügen. Und so habe ich das schon so häufig erlebt. Falsche Übersetzung, falsche Quellenangabe, Quellenangabe, die man gar nicht findet oder Quelle, die auch keine Quelle ist. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, wenn wir mit Scheinargumenten gegenüber dem Islam reden. Guckt mal. Die Aussage von einem Gelehrten ist kein Beweis gegen den Islam. Wenn ein Gelehrter eine Fatwa macht oder zu einem Urteil kommt oder zu einem Tafsir kommt, was kann der Gelehrte gemacht haben? Der Gelehrte kann falsch liegen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Viele Gelehrte der damaligen Zeit, und wir respektieren die für ihr Wissen, aber in manchen Sachen haben sie halt nachgesinnt, was könnte die Weisheit sein der Beschneidung, zum Beispiel. Oder die Weisheit von das und das. Natürlich, Halal und Haram, ist das Halal, ist das Haram, ist das dieses oder jenes. Aber jetzt redet er über Weisheit, das heißt, er redet über das Wissen, was zur damaligen Zeit da war. Da gab es Gelehrte, die gesagt haben, die Beschneidung ist dazu da, ja, um die Schahwa, die Gelüste zu reduzieren. Das heißt, damit man nicht so viel Lust hat und die Gefahr, dass man in Sinna fällt, weniger da ist. Heute wissen wir, die Gelüste haben überhaupt nichts mit der Vorhaut zu tun. Die haben was mit den Hormonen zu tun. Hat nichts mit der Vorhaut zu tun. So, ist der Islam jetzt falsch, weil man bringt ein Dings? Das hat ja nicht der Prophet gesagt, a.s. Das steht ja nicht im Koran. Im Koran steht ja nicht, lasst euch beschneiden, weil ihr dann weniger Gelüste habt. Steht nicht im Koran. Dann kommen sie mit schwachen Hadithen beispielsweise, Hadithe, die umstritten sind. Und zählen dann auf, ja hier steht doch da einem Hadith. Ja, nicht jeder Hadith ist authentisch. Deswegen gibt es eine Wissenschaft der Hadith, die man beachten muss. Und bevor, und für die Brüder und Schwestern, gebe ich hier den Ratschlag nochmal. Erstmal die eigene Religion lernen, bevor man sich mit Scheinargumenten den ganzen Tag beschäftigt und gar keine Antwort darauf hat. Und ich gebe euch hier mal ein Beispiel. Im Jahre 2000 gab es eine Debatte zwischen Zakir Naik und Dr. William Campbell. Dr. William Campbell ist ein evangelikaler Missionar, der mehrere Jahre in Marokko gelebt hat und mehrere Jahre in Tunesien. Er hat ein Buch geschrieben, Koran und Bibel im Licht der Wissenschaft, versucht dort die wissenschaftlichen Wunder im Koran zu widerlegen. Weil es im Koran viele Aussagen gibt, die der Prophet a.s. unmöglich zur damaligen Zeit wissen konnte. So. Und da gibt es ein Buch, das wurde von einem gewissen Dr. Maurice Boucaille aus Frankreich geschrieben, der dadurch den Islam angenommen hat, der ein Wissenschaftler ist, der diese Wunder mit bestätigt hat. Dr. Keith Moore beispielsweise, Embryologe aus Kanada, hat bestimmte Wunder über die Embryologie bestätigt. Das ist der Fachwissende, der am meisten Ahnung von der Embryologie hat. So. Dieser Dr. William Campbell fing dann an zu erzählen, dieses Wunder stimmt nicht, dieses Wunder stimmt nicht, dieses Wunder stimmt nicht. Zuerst, müsst ihr euch vorstellen, sollte Dr. William Campbell reden. Thema war Koran und Bibel im Licht der Wissenschaft. Ihr könnt euch das auf Englisch angucken. Koran and Bible in the Light of Modern Science. Ja? So, und dann sollte Zakir Naik kommen. Ich zur damaligen Zeit, als ich den Dr. William Campbell seine Vorführung gesehen hatte, ich hatte gar keine Antwort darauf gehabt. Ich habe gedacht, puh, wie will man darauf antworten, was er gerade gebracht hat? Durch sowas können schnell Scheinargumente, schnell Zweifel kommen oder Westwest kommen. Dann kam Dr. Zakir Naik und er hat ihn sowas von rasiert, sowas hast du noch nicht gesehen. Jedes Argument, was der gebracht hat, hat er den komplett zerstört. Komplett zerstört. Zum Beispiel, ja, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wir haben auf der Erde Berge gemacht, damit sie nicht mit ihren wanken. Dann sagt er, aber in Gebirgen gibt es auch Erdbeben. So, denkst du, ja, dann sagt Zakir Naik, da steht nicht Erdbeben. Da steht nichts von Zilzal, von Erdbeben. Da steht, damit die Erde nicht mit ihrem Wanke. Heute wissen wir Plattentektonik. Wir haben verschiedene Platten. Ja? Und diese Platten werden durch die Berge, es wird dadurch auch mitverhindert, dass die übereinander gehen, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. So. Dann erzählt er, ja, ich habe mit Dr. Keith Moore geredet und er hat gesagt, das stimmt gar nicht mit der Embryologie. Dann sagt er, guck mal, hier habe ich ein Buch von Dr. Keith Moore.
mit seiner Unterschrift. Das ist das Buch von Dr. Gizmo. Und hier haben wir eine Videoaufnahme, wo er das Wunder bestätigt. Wem glaubt ihr mehr? Dem Buch von Dr. Gizmo, der Videoaufnahme von Dr. Gizmo oder der persönlichen Konversation von Dr. William Campbell mit Dr. Gizmo? Das war die einfach nur Lügen. Und dann hat er Widersprüche in der Bibel aufgezählt, ohne Ende. Und der Dr. William Campbell konnte nicht einen einzigen Widerspruch klären. Ja.